Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch. Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Armer Sebastian. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Das ist mir klar. Aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt, aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Geschafft. Zum Glück haben wir es vor Ranrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach liegen. Nach allem, was Sie gesehen haben? Was ist mit Isidoras Schicksal? Isidora verschwendete ihre Fähigkeit, um andere vor sich selbst zu retten. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was mit dieser, meiner Macht geschieht. Das kann nicht ihr Ernst sein. Sie sollten doch von uns allen am besten wissen, was für Schmerz und Elend das bedeuten könnte. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben.
hätte all das nicht sein müssen. Törichte, nichtig-tuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Professor beerdigen würden. Gut, dass Weasley Fig so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte nur, wir hätten das auch für Solomon Sallow tun können. Ich muss bald nach Anne sehen. Ominous, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich soll er dich vor Ollivanders angegriffen haben. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Das Gerücht stimmt. Und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Victor Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Weißt du, seit Renrock sich für Feldcroft interessiert, interessiert sich auch Rookwood dafür. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er Anne sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Also hat er sie verflucht. Oh, wie grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das erzählst. Anne und Sebastian müssen das erfahren, und zwar von mir. Wie besprochen, habe ich mit Black geredet. Sebastian ist gerade beim Schulleiter, aber vielleicht können wir ihn irgendwie informieren. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Danke fürs Kommen. Ominous, ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Sebastian? Er wurde der Schule verwiesen und steht bald im Ministerium vor Gericht. Obwohl Anne ihn ausliefern wollte, ist sie jetzt hin und her gerissen. Ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. So sehr wir uns alle wünschten, dass Sebastian für seine Taten bezahlt. Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Es fühlt sich falsch an, ohne Sebastian hier in der Krypta zu stehen.
Sebastian hat es sich selbst zuzuschreiben. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Das haben wir. Ich wünschte nur, es wäre anders gelaufen. Konntest du Sebastian erzählen, dass Rookwood Anne verflucht hat? Ja. Black hat mir erlaubt, kurz mit ihm zu sprechen. Zuerst wollte er es nicht glauben. Dann erkannte er, dass alles Sinn ergab. Leider wuchs seine Wut nur noch mehr. Auf Kobolde und schwarze Magier. Anne war auch schockiert. Aber natürlich war sie erleichtert, die Wahrheit zu erfahren. Das brachte ihr etwas Frieden. Das ist schön zu hören. Sie verdient ihren Frieden. Ja. Sebastian war mein bester Freund. Ich kann mir Hogwarts und alles nicht ohne ihn vorstellen. Ich weiß, dass ihr beide euch nahe standet. Nicht nur, was die Suche nach einem Heilmittel für Anne angeht. Er hat nie Einzelheiten genannt, aber ich weiß, es war wichtig. Er bedeutet uns beiden viel. Ich hoffe, ich kann ihm das eines Tages selbst sagen. Wir hatten zwar einen etwas holprigen Start, aber du hast dich bewährt. Als Freund. Ich bin froh, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie sich sogar bei der Jagd der Kopflosen eingemischt haben. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu Ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Scheint, als hätten Sie Ihr Handbuch beinahe vervollständigt. Sehr gut gemacht. Wie schön, dass Sie so gut vorbereitet sind, denn Ihre ZAGs stehen bevor. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Ungeheuer, nichts geht übers Spiel mit Feuer.
Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner.